Campaigning lautet der Auftrag. Wer ihn ausführt, ist ein Campaigner. Campaigner ist ein Beruf mit Zukunft. Die wachsende Zahl an Organisationen zum Schutz der Umwelt, der Tiere, des Klimas, zu Land, zu Wasser und in der Luft, stützt sich vor allem finanziell, aber auch in der medialen Breitenwirkung auf diesen Pfeiler. Zumal der Beruf beliebt ist, denn das, wofür man eintritt, ist ja moralisch anständig. Diese Protestmanager benötigen vor allem Motive. Die Landwirtschaft ist seit geraumer Zeit eines davon und hat sich zu einem wesentlichen Betätigungsfeld von organisierten Tier-, Umwelt- und Klimaschützern entwickelt. Bauern sind ein gutes Ziel. Zu Beginn standen Pestizide im Vordergrund solcher Kampagnen. Aufgeholt und überholt hat die Massentierhaltung. Die Campaigner begnügen sich nicht damit, auf vermeintliche oder echte Missstände hinzuweisen. Medial erfolgreich liefern die Campaigner ihre Experten gleich mit. Steht Aussage gegen Aussage, sind die vertrauenswürdigen Campaigner der Schutzorganisationen oft meinungsbildend. Die Landwirtschaft ist aus mehreren Gründen für Kampagnen geeignet. Es beginnt damit, dass sich die Arbeitsgrundlagen hervorragend emotional besetzen lassen. Natur, Umwelt, Tiere, also Leben. Und Emotionen sind heute ein Teil der Nachrichten. Den Erfolg bringen Angstbotschaften. Bange machen gilt und einer ist schuld. Landwirte müssen dafür herhalten. Negative Campaigning lautet der Fachbegriff, Schmutzkampagne. Donald Trump zeigt, dass diese Strategie das Potenzial hat, eine Revolution unter völligem Verzicht auf Fakten auszulösen. Ziel ist es, das Negative am anderen hervorzuheben, um dessen Image und damit seine Durchsetzungsfähigkeit zu schwächen. Statt auf eigene Argumente zu setzen, wird der Gegner in ein schlechtes Licht gerückt. Ziel solcher Kampagnen ist es, das auch nur vermeintlich Negative am anderen hervorzuheben, um dessen Image und damit seine Glaubwürdigkeit zu untergraben. Schlimm wird es, wenn dieses bei Familien, auch gerade Bauernfamilien, ansetzt. Negative Campaigning ersetzt die sachliche Diskussion durch eine persönliche Auseinandersetzung. Es geht dabei weniger um Fakten, sondern um Köpfe. Und diese sollen rollen. Das lässt sich auch medial hervorragend inszenieren, getreu dem journalistischen Motto, der Kopf ist die Botschaft. Fraglos sind Prozesse und Strukturen der Landwirtschaft wie in jedem Wirtschaftszweig verbesserungsfähig. Doch Negative Campaigning verhindert genau das, weil eine echte Diskussion auf Augenhöhe nicht stattfindet bzw. stattfinden soll. Wer draufhaut, der will keine Lösungen, sondern Lärm. Und er will Recht bekommen, egal ob er Recht hat. Trotz allen Ärgers, den wir als Landwirtschaft mit einer solchen Art von Kampagnen haben, sollten wir uns nicht dazu hinreißen lassen, genau dasselbe zu machen. Wer mit gleichem Mittel zurückzahlt, ist nicht besser. Der Bauernverband setzt seit langem auf Disarming Campaigning, also entwaffnende Kampagnen. Offen, echt und ehrlich. Vielleicht sollten wir alle überlegen, auf diesen Weg zurückzukommen.